Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die ich immer noch hier. Folge Gas Station Simulator. Jawohl, wir sind wieder im Start hier und hier. Wie ihr sehen könnt, ne? Hier kommt schon wieder die erste Lieferung. Boah, fahr doch mal mit deinem komischen Einkaufswagen hier. Und ja, ich habe wieder einiges bestellt. Wir brauchten wieder ein paar Sachen. Alles Mögliche natürlich, wie immer. Zack, hier. Oha, guck mal hier, die Regale sind ja komplett leer. Ja, moin. Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts los. Ja, ne, da müssen wir mal gar ran. Ich habe auch noch mal ein paar Autoteile bestellt. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier so jetzt noch alles machen können. Deichsel, du hattest mir geschrieben, ich müsste mein UFO noch platzieren. Ja. Keine Ahnung. Oh, da steht schon der nächste. Moin. Ich muss mal gucken, was für ein UFO. Ich habe keine Ahnung, was für ein UFO du meinst. Aber werden wir schon rausfinden. So, komm hier rein. Jung. Ah ja, da ist er schon. Sehr gut. Zack, da ist auch schon der Karton draußen. Und das war's auch schon. Sehr schön. Bleib drin sitzen. Komm, setz rein, hau rein hier. That'll do. That'll do. Du dich hier nach draußen bitte. Dankeschön. So. Ein UFO platzieren. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden es gleich rausfinden, denke ich mal. Ich schau jetzt mal. Hier der Kollege, der hier. Den muss ich aber mit der Reparatur hier nochmal eben beschäftigen. Dann gucken wir mal eben hier. Kann der weitermachen? So, hier, Bezahlung. Na, der nimmt's nicht. Okay, alles klar. Dann LMA. Leider nein, leider gar nicht. Schade. Da hattet ihr mir auch geschrieben, ne, dass manche. Oha, guck mal hier. Nichts mehr da. Manche nehmen halt. Ja, Vorsicht. Ja, ist ja gut. Entspann dich. Sag mal schnell. Ne, genau. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Habe ich den Ketten bestellt? Ja. Was wollte ich erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Verdammt. Ja, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich habe Text vergessen. Ey. Ach so, wegen der Einstellung. Genau. Dass man die gesondert bezahlen kann oder sowas. Das war's. Ja, jetzt habe ich sie da. So, warte mal. UFO. Was für ein UFO? Ich muss noch mal mir gerade ganz kurz das Kommentar von dir angucken, Deichsel. Wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Ah, hier. Auf dem Holzpodest neben der Werkstatt. Ah, hier! Okay, alles klar. So, wie bekomme ich hier ein UFO? Das ist die nächste Frage. Ah, warte mal, kann ich das kaufen oder sowas? Okay, warte mal, wir schauen mal. Wir können ja eh noch ein paar so Verschönerungssachen hier organisieren. Was ist denn hier los? Sieht denn hier aus? Oh. Und der Partybus ist am Start. Ja, moin. Ja, da. Los, ganz schnell die Regale auffüllen. Der Partybus ist da, Freunde. Jetzt aber schnell. Zack, so, das ist alles voll. Hier ist auch voll. Haben wir hier voll. Komm, hier ein bisschen Alkohol noch rein, überall. Jawohl. Autoteile habe ich keine repariert wahrscheinlich. Gekauft. Hier, die sieht doch gut aus für die. So, haben wir hier alles. Da geht auch nichts mehr. Hier, Kinderspielzeug. Da muss alles rein. Oh Gott, das ist hier viel zu wenig. Okay, alles klar. Nicht so geil. So, ich hoffe mal, ich bin jetzt gut ausgestattet und ausgerüstet. Okay. So, warte mal, jetzt muss hier der Kollege. Der muss erstmal ganz schnell hier auf die Reparatur. Idyllsgeschichte Geschichte hier. Zack. Aufgabenliste, Autos reparieren. Du machst da mal weiter. So, was ist mit dir? Lässt sie sich bezahlen? Nee, dummes Huhn. Die? Jawohl, die lässt sich bezahlen. Der war auch nicht, ne? Oder? Zack.
Auch nicht. Doch, Leicester. Jawohl, sehr gut. Okay. Uiuiuiui. Da bin ich ja fast hier draufgegangen noch. So, warte mal. Reifen waren günstig. Da bestelle ich jetzt nochmal welche nach. Und zwar nochmal. Ja, komm, scheiß drauf. 30. So, was hatte ich? Spiegel brauchte ich auch nochmal. Nehme ich auch nochmal 10. Und Zündkerzen nehme ich auch nochmal 10. Scheiß drauf. So. Jawohl, und weg. Sehr gut. Oh Gott, die kaufen mir den Laden wieder so leer. Und hier moppen sie wieder rum. Ah, es gibt kein Eis oder was? Ja, ich muss noch eine zweite Eistruhe kaufen, bauen, wie auch immer. Sorry dafür. So, die gehen weg wie warme Semmeln hier. Alter Schwede, Zigaretten komplett leer. Das darf nicht sein, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Guck mal hier, das ganze Regal ist schon leer. Was ist da los? Junge, Junge, Junge. Ey, die kaufen einem echt so die Boarding. Das ist unfassbar, ne? Aber der Fisch hier weg ist ja widerlich. Da habe ich nichts mehr. Die packen wir da rein. Was ist hier? Komm. Zack, 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 so, alles klar. So, ich hoffe mal, ich bin jetzt einigermaßen, oi, einigermaßen gut aufgestellt hier. Junge, Junge, Junge. So, wer ruht sich hier wo aus? Ich sehe nichts. Kasse hier, die Dingens, die muss ja mal ein bisschen putzen hier. Das geht ja so gar nicht. Angestellte hier, du bezahlen hier 67 Cent kriegst du und hier, putz mal, du Luder. So, achso, ich wollte gerade geguckt haben, wo ich jetzt dieses UFO herbekomme. So, und zwar wird das ja wahrscheinlich dann hier sein, ne? Nee. Nee, hier Dekoration wahrscheinlich, Außenbereich. So, was haben wir denn hier? Was? Vielleicht ist es nicht so groß, aber es ist direkt am Eingang, so dass man es immer sieht, wenn man hineinkommt. Gut für Werbung. Was ist das? Achso, dieses Poster. Okay, Hammer. So, das kommt auch mal dahin. Ich kaufe jetzt auch einfach. Ah, hier dieses Open-Schild. Okay, alles klar. Nice, gefällt. So, okay, soweit, so gut. Jetzt fehlt mir aber immer noch die Info. Wo kriege ich dieses UFO her? Ich brauche ein UFO. Ich will so ein UFO haben. Woher kriege ich das UFO? Einmal UFO bitte. So, warte mal. Tja, ich suche mal, ne? Und wer war es noch? Ich glaube, Tenfox, du warst du's? Ich meine, ja. Hier ist ja schon die Ware. Und zwar, ja, ist ja gut, entspann dich. Dass ich ja hier auch noch jede Menge machen kann, ne? Wie hier den Raum, der hier oben drüber ist, noch. Zack, danke. So, komm, direkt zieh durch. Zieh direkt durch, so. UFO. Ich brauche ein UFO. Ich will ein UFO. Ich weiß nicht, wo ich das UFO herkriege. Also Dexel, wenn du mir da nochmal sagen kannst, wo ich das UFO herbekomme, immer her damit. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Junge Frau. Wo wollen Sie? Ach du Scheiße. Jetzt aber schnell, schnell, schnell stehen Leute an der Kasse. Ne, warte mal. Reparieren, reinigen. Ausruhen. Oh, niemand tankt. Hallo Officer, schönen guten Tag. Super. Gerne, kein Problem, Dankeschön. So, halt. Hallo, warum kann ich. What the hell? What the hell? Halt doch die Klappe, Bulle. Hier. Ja, dann nicht. Hast Pech gehabt. So, was mit dem hier? Wo sind wir? Ah, jetzt. Alles klar. Gerne, kein Problem. So, was ist hier? Kasse. Ist komplett tote Hose. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Kraftstoffvorratslieferung. Für 2,25, hätte ich gesagt. Voll teuer. So, guten Tag. Alter Schwede, guck das mal an. Hier ist ja alles leer.
Ich fülle jetzt erstmal eben schnell hier die Reifen und sowas auf. Vielleicht sehe ich ja irgendwo dieses UFO. Ich habe keine Ahnung. Wo kriege ich dieses UFO her? Ich brauche ein UFO. Nein, das wollte ich nicht. Ich will ein UFO. So. Da packen wir Reifen rein. Da packen wir Reifen rein. Alter Schwede, hier ist ja richtig voll. Da packen wir Reifen rein. So, hier packen wir ein paar Spiegel rein. So, was hatte ich denn noch bestellt? Ich hatte noch irgendwas bestellt, ne? Ich glaube Zündkerzen oder sowas, ne? Hier sind noch welche drin. Oh, da sind noch jede Menge Massig drin. Okay, dann packen wir die mal hier rein. So, jawohl. Hatte ich davon noch was? Ne. Okay, so. Oh Gott. Hoppala, Entschuldigung. Es ist echt gerade stressig. Warum reinigen eigentlich hier zwei Leute? Frage jetzt mal so ganz unauffällig für einen Freund. Warte mal. Angestellte. Der ist am Reinigen. Was? So, Perle, du komm mal her. Aufgabenliste. Du kannst mal hier an die Kasse gehen. Bedienung an der Kasse. Hau rein. So, du hast jetzt hier genug gereinigt. Der ist am Reinigen. Maria ist sich am Ausruhen. Und der doof hier, der kann mal tanken. Na, warte, ich glaube, ich muss ihn bezahlen. Jawohl. Hier, tank du mal. So, dann haben wir das nämlich alles am Start. Ja, ist ja gut. Regt euch ab. Hallo. Frank, du bist aber heute schnell. Was ist denn los bei dir? Frank ist heute von der ganz schnellen Sorte am Start. So, ja, tolle Wurst jetzt. Wenn du noch einmal hupst hier, Lady, ne, dann haben wir ein Problem. So, jetzt tue ich immer noch dieses blöde UFO. Wo bekomme ich dieses UFO her? Oh, was ist das hier? Was kann ich hier mitmachen? Keine Ahnung. Hier ist das Schild für die Route 66. Gas Stop. Oh. Ich habe echt keinen Plan. Okay, aber ich check's, dass es hier hin muss. UFO, da steht's ja auch. Ah, da hinten ist eins. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Was sind das für Geräusche? Schau mal hier, ein UFO. Ah, guck mal hier. Wo? Okay. Ich platziere ein UFO. Boah Gott, muss ich das schmeißen? So, wir gehen mal hier rüber. Oh Gott. Ja gut, ich hab's verstanden. So, dahin. Alter, sind hier Schlangen oder was? Widerlich. So. Dann wollen wir es mal hier hinstellen, oder? So, ist das jetzt hier, wie platziere ich denn das jetzt hier? Okay, das scheint mir aber nicht richtig zu sein, oder? Okay, wir gucken mal. So, reparieren ist noch am Start, jawohl. So, ich schau mal hier. Was ist das hier? Ein Monolith. Ach, guck mal, was haben wir hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was kann man denn hier machen? Ach, kann ich hier mit dem RC-Auto langfahren oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay. Dennoch brauche ich jetzt irgendwie mal die Info, wie ich dieses UFO jetzt da platziere, weil das sieht ja hier nicht so richtig aus, wie ich finde. Na, so. Also irgendwie ist das nicht richtig. Was muss ich dafür tun? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, werden wir schon irgendwie rausfinden, ne? Oder ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare, ist vielleicht einfacher. Was ist denn hier mit Müll? Ich lese hier Müll. Warum ist hier Müll am Start? Was ist hier mit meiner Reinigungsputze hier?
Digga, tust du hier eigentlich irgendwas? Ich frage jetzt nur mal so unauffällig. Guck mal, wie es hier aussieht. Hier sieht's aus. Alter, hier sieht es ja aus wie Arsch. Digga, was machst denn du da? Putzen ist nicht so deins, oder? Ich frage jetzt nur mal für einen Freund, ne? Was tut er? Digga, du gehst jetzt mal einfach in die Pause. Horn. Den kannst du eigentlich völlig vergessen, der Typ. Hier, leg eine Pause ein, verpiss dich. Was bist du für ein Otto, ey, Alter? Das kann ich ja selber, ey. So, wir putzen mal schnell. Alter, hier sieht ja aus wie Harry, ey. Junge, der hat ja nichts gemacht, gar nichts. Lass mal an, hier überall Fußtappen, ey. What the F, ey. Junge, der tut nichts. Hier liegt eine Banane rum. Die hat er wahrscheinlich sich doch gerade irgendwie gegönnt. Junge, Junge, Junge. Ist ja schlimm, ey. Regale sehen auch schon wieder aus wie Sau. Lady aus dem Weg, ich bin ja am Putzen. Alter, wofür habe ich Fußmatten? Das ist mal eine Frage am Rand. Es gibt sowas wie eine Fußmatte, ne? Die kann man benutzen. Wenn man dreckige Füße hat, dann tritt man sich da die Füße dran ab. Und dann trägt man den Dreck nicht bei den Leuten ins Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das nie in eurer Kindheit gelernt habt, Leute, aber so nicht. So, den kehre ich jetzt mal da raus. Den brauche ich gerade nicht. So, hier, zack. Und schon sieht es ja ein bisschen ordentlicher aus. Ja, außer hier. Oh, und der Kitte doof, ey. So, jetzt habe ich gerade Müllsack in der Hand. Haha, gut. Wo ist der Panz? Wo ist er? Warte mal, der kommt ja jetzt hier irgendwo angerannt, ne? Da sehe ich ihn doch schon. Ja, ey, du Sau! Ey, wo ist er? Wo ist er weg? Wo ist er? Ey, du Arsch! Wow. Das hat ja richtig gut funktioniert. Kannst du das nicht wegpacken? Ey, dieser dreckige Punch, ne? Alter, geht der mir auf die Nüsse. Ah, Mann, ey, jetzt kann ich schon wieder hier putzen. So, wo habe ich jetzt den Müllsack hingeschmissen? Ey, der bringt ja alles durcheinander. Was ist das? Ah. Ist eine Katastrophe, der Typ. Wo habe ich denn jetzt den Müllsack hier gelassen? Irgendwo habe ich ja hier einen Müllsack nach dem geworfen. Wo sind wir jetzt hin? Der liegt wahrscheinlich jetzt hier irgendwo rum. Naja, egal. Dann werde ich erstmal... Ach, wisst ihr was? Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wisst ihr warum? Weil ich will hier die Hütte sowieso umstreichen. Das gefällt mir nicht mehr. So. Zack, den nehmen wir mal mit raus. So, wo ist mein Container? Hier. So, weg damit. So, ja, okay. Alter Schwede, es ist schon wieder keiner am Arbeiten. Lady, lässt du dich bestechen? Hier, du, zack, Bezahlung, hier. Ne, natürlich nicht. Ach, du blödes Huhn, ey. Du, was kann die? Nichts, ne? Was hatten die da für Statistiken? Tanken. Putzen kann die überhaupt nicht, ne? Mann! So, Lady, du tankst jetzt mal, weil irgendeiner muss hier irgendwas machen. Tankst du rein? Nee, du tankst. Zack. Hier, hau rein. Junge, du, Bezahlung, hier, Sondergeld, jawohl, hau rein und... Nein. Aufgabenliste, du gehst Autos reparieren wieder. Das sind die wichtigsten Einnahmequellen. Alles andere ist erstmal wurscht. So, du bist da. Und jetzt fege ich nochmal. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie bekomme ich... Wohin das Weg ist? Sag mal schnell, wie bekomme ich jetzt diesen Fuß da oder diesen, ja, diese Halterung für das UFO? Wo komme ich hierher? Ich will jetzt das UFO platzieren.
So, hier erstmal alles aufgefüllt. So, hier ein Polizeihütchen. Zack. So ein Ding. Läuft. Zigaretten sind auch kaum noch welche da. Junge, 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 Junge. Es ist echt eine Katastrophe. So, das haben wir gerade aufgefüllt. Ist hier noch was da? Nein. Oh Gott, das ist auch schon wieder leer. Ey, du kommst echt mit dem ganzen Auffüllen hier gar nicht hinterher, ne? Du musst dich immer um tausend Sachen gleichzeitig kümmern. Das ist das Schlimme. Wir könnten schon wieder Sachen bestellen, ne? Wir brauchen wieder Zigaretten, wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen auf jeden Fall fähiges Personal. So viel steht fest. So, was könnte ich denn noch machen? Jetzt habe ich hier dieses blöde UFO stehen. Ich weiß nicht, was ich denn tun kann. So, wie sieht es hier aus? Boah, Alter, die Reifen, die gehen auch weg wie warme Semmeln, ne? Like warme Semmeln. Ja, jetzt habe ich hier ein UFO und kann nichts damit anfangen. Naja, ist egal. So, da müssen wir streichen. Alter, ich glaube, ich muss noch mal die... Gott, hier sieht es auch aus wie Harry, ey. Nicht nur auf dem Boden, sondern auch in den Wänden, ne? Katastrophe. Wie kann es eigentlich sein, oder beziehungsweise wie funktioniert das, oder sind jetzt alle Toiletten besetzt, wenn die Türen sind? Weil ich kann ja hier gar nichts streichen. Naja, man weiß es nicht. So, ich muss die Tankstelle... Alter. Das sieht aus wie... Oh Mann, ich komme nicht hinterher. Ich komme echt nicht hinterher. Ich werde jetzt erstmal... Wisst ihr was? Was hier für ein Dreck? Hoi Deibel. So, ah, schönen guten Tag. Ja, kurz noch einen Blick. So, keiner an der Kasse. Da kümmere ich mich drum. Gute Frau. Gar kein Problem. Kauf mir nicht die ganzen Zigaretten weg hier. Andere wollen auch rauchen. Alter, Kettenraucher oder was? Die nimmt alles, ey. Also, sieht so ein bisschen abgewrackt aus, ne? Muss ich dazu sagen. So, putzen wir mal hier. Ein paar Oreos. Ah, stylische Brille. Was ist das? Also ein Polizeimützchen. Ein Teddybär. Zack. Alter, wie viel hat der gekauft? Man kommt aber auch gar nicht so dazu, muss man ja ganz ehrlich sagen, irgendwas anderes zu machen, ne? Man ist ja ständig nur am Nachbestellen, wenn ich das hier so mal anmerken darf. Weil, ja, keine Ahnung, man hat ja auch nicht so viel Platz im Lager, wie ich finde. Also da geht ja einiges mehr, oder? Und wenn ich hier im Passieren bin, kriege ich sowieso nichts geregelt. Können die da mal aus der Pause kommen jetzt? Irgendwie kann von denen gar keiner was. Ich muss da mal, ich brauche neues Personal. Ich brauche Leute, die was können. Aber da muss ich mich wirklich mal irgendwie so offscreen mal mit beschäftigen. Die Werkstatt nochmal schließen. Und dann dementsprechend dann halt hier, ja. Sag mal schnell. Alles streichen, alles mal hier montieren, machen, tun. Mal das Personal entlassen, was nur auf den Keks geht, und neues einstellen, was auch irgendwie gewillt ist zu arbeiten. Ne? Also die Arbeitsmoral ist ja hier echt gruselig schlecht. So, tanken, reparieren, der ist am Tanken. Warum tanken jetzt eigentlich schon wieder zwei? Hey, mal jetzt im Ernst, bin ich doof oder? Ich frage jetzt nur mal so. Habe ich den hier jetzt reingesetzt? Du, komm mal her. Du kannst mal hier, bedienen mal in der Kasse hier, Junge. Das kannst du doch bestimmt, oder? Das sehe ich dich. So, und du? Dich bezahle ich mal. Du kannst aber putzen hier. Hier, komm mal her. Reinigen. Hier, irgendeiner muss hier putzen. Das geht hier gar nicht. Hier sieht es ja aus wie Harry. So, Schieberit. Haben wir Schieberit noch genügend im Start? Hat man gerade bestellt, ne? Ja, 58% noch. So, pass auf. Dann mache ich jetzt nochmal eine Lieferung. Und zwar brauchen wir... Was brauchen wir denn überhaupt? Hier diese Teddybären-Geschichte. Alter, sind die teuer geworden. WTF. Davon nochmal zwei. Komm, wir nehmen von denen nochmal welche. So, dann braucht man hier Spielzeug. Davon nochmal jede Menge massig. Davon auch nochmal jede Menge massig. So, das braucht man. Dann hatten wir, was braucht man hier? Fahrzeuggedönsen. Kram hier. Zack. Hier noch ein paar Schwämmchen dabei.
brauchen wir auch jede Menge. Kippen immer. Könnte ich eigentlich auch mal mehr bestellen. Ach komm, weißt du was? Ich bestelle mal von jedem 2 Packungen. So, Eis. Haben wir, glaube ich, noch. Chips, Popcorn, Haribo. Ja, bestelle ich erstmal nur das. Und davon nochmal was. Von dem Eis noch ein bisschen. Alles, was so günstig ist. Und ich glaube, das reicht dann erstmal. Oh, und schon wieder ist nicht genügend Platz, ne? Ich könnte kotzen. Da kriege ich jetzt mal eine Krise. Ja, warte mal, dann machen wir ein bisschen weniger Eis. Oder obwohl, warte mal. Ja, komm, scheiß mal auf das Popcorn hier. Das haben wir noch. Und ich habe keine Ahnung. Hier das Eis hier weg. Schau, so. Brrr, Gott, Junge, ich bin echt gestresst. Ich sollte, bevor ich das nächste Mal bestelle, auch safe hier mal auffüllen, ne? Ah, siehst du, die Hüte habe ich vergessen wieder. Verdammt. Na egal. Ich glaube, das ist auch besser, ne? Wenn ich hier vorab dann hier abchecke. Hier ist nichts mehr da. Was wir noch auf Lager liegen haben und was nicht so, ne? Das glaube ich sinnvoller. Macht irgendwie mehr Sinn. Na, ist egal. So ist. Warte mal. War hier nicht irgendwo der Lieferhandy? Ah, ne, könnte ja. Was ist eigentlich hier mit der hier? Die hängt hier immer noch in der Luft, ne? Die chillt da schön ihr Leben, ey. Ja, warum nicht? Warum nicht? So. Machen wir hier direkt auf. Zack. Kann direkt da rein cruisen. Was war das? Also, da ist die Tür zugegangen, jawohl. Komm mal vorne hier. Zack, die erste Kiste habe ich schon mal. Verstehst du doch gar nicht. Ich habe schon eine Kiste hier ausgeladen. Zack. Zack. Na komm. So, ja. Jawohl. Und so. Dadaloo, genau. Ciao. So, ich wollte eigentlich auch mal hier nach oben gegangen sein. Und zwar, hier kann ich ja auch noch einiges machen, glaube ich, ne? Hier war da auch noch irgendwie was. Was kann ich denn hier? Was ist denn hier? Ach du Scheiße, was ist hier für ein Gerümpel? Tu mal her. Treffen wir von hier aus dem Müllcontainer. Versuchen wir es mal. Ah! Ja, moin. Alter, Killer. Ich bin der King. Ich hätte Basketballer werden sollen. Ach, guck mal hier. Könnte ich mich auch hinsetzen und schön chillig zocken. Komm doch mal hier. Wer hat das jetzt gemacht? Ah, nicht ganz. Aber der liegt da. Das ist schon mal ganz gut. Was ist das für ein Teil? Aber nochmal, das könnte ich eigentlich hier unten reinfeuern. Naja, komme ich gar nicht dran. Oder da. Oh, da. Alter, was ist denn eigentlich hier mit so Müllabfuhr oder sowas? Sollte da nicht jemand mal kommen? Ich hätte doch mal die Müllabfuhr bestellt. Oder räumen die den scheiß Container hier nicht leer? Oder was ist hier los? Warum liegt denn der ganze Scheiß da oben drauf? Komm mal her. Warte mal, wir legen das mal hier hin. Müssen mal gucken, dass wir das hier mal ordentlich da reinkriegen. Mit dem Ding hier. So, das tun wir mal da rein. So, kann ich das hier irgendwie... Wo ist es hin? Ah, da. Ja, das fällt irgendwie nicht da rein, ne? Ein bisschen blöd gemacht. Müsste das eigentlich mal so reinstippeln. Ich weiß noch nicht wie. Ah, jetzt hier, warte. So, ist drin. Ne, immer noch nicht. Alter, das ist ja voll schwer. Aber warum hatten wir das nicht mitgenommen? Die haben doch sonst immer mitgenommen. Wo ist es? Hä, wo ist es? Ich sehe es gar nicht. Oder? Alter, dieses Teil geht mir voll auf den Sack. Diese scheiß Bretter. Vor allen Dingen, ich kann das gar nicht richtig aufheben hier. Ach, weißt du was? Machen wir es ganz einfach. 100% und ciao! Ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. So sieht's aus. So. Das nehmen wir hier.
Na, gerade so da drin. Ah, nein, nicht ganz so, aber jetzt. Hatte ich hier nicht gerade noch irgendwo was hingeschmissen? Na, das ist auch weg, hat ich auch irgendwo festgetreten. Sehr gut. Ja, gut, dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier alles geregelt kriege. So, warte mal. Kasse reparieren, tanken. Okay, die sind alle beschäftigt. Also, der kommt im Putzen auch nicht hinterher hier, ne? Ist voll nicht sein Ding. Naja, egal. Zack, hier, jede Menge Masse ich da rein. Oh Gott, ganz Regal ist voll. Sehr gut. Oh, von den Chefons habe ich richtig viel. Zack, zack, zack. So, Zigaretten haben wir jetzt auch erstmal mehr als genug. So, du geh mal weg. Oh Gott, Junge, ey. Von den Teddybären habe ich viel zu wenig, immer, ne? Die gehen auch wie nix weg, ey. Unfassbar. Zeitungen habe ich mehr als genug, so ist es nicht. Hier, Chips, Popcorn, Haribo. Aber da geht noch mehr rein. So, zack, Regal ist wieder voll. Was mit den Sonnenbrillen hier, ist auch voll. Hüte, haben wir da noch was? Junge, 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 Junge. Alter, du kommst gar nicht hinterher. Ey, du bist echt nur am Wegbestellen, wie so ein Wahnsinniger. So, was mit den Donuts? Die gehen jetzt auch mittlerweile ganz gut, ne? Juhu! So, okay, wieder alles vollgefüllt. Ach so, wartet mal, ich werde jetzt mal hier den Müllheini da bestellen. Vielleicht geht das ja jetzt mal weg. So, zack, bestellen. Dankeschön. Oh Gott, nee. Ach so, warte mal. Was ist denn hier? Regale? Nee. Sonstiges, was haben wir denn hier? Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, auch nicht. Okay, alles klar. Deko Außenbereich. Ja, Außenbereich will ich eigentlich. Ja, warte mal, ich kaufe hier nochmal was. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich hier. Irgendwelche Schilder. Das sind alles nur Schilder, kann das sein? Ah, warte mal, ich kann hier noch weitermachen. Okay, okay. Eieieiei, guck an. So, Moment, der Frontbereich. Kaufen. Was ist das? Sky. Was Sky? Hier drin ist Autowag. Ah, okay, alles klar. Oh, ja. Was haben wir hier? Vordere Tankstelle. Was ist das? Was ist denn hier? Ein übrig gebliebenes Kunstwerk eines unerschrockenen Designers dient als moderner Totenfall. Mit jedem weiteren Auto wird der Stapel noch mehr ästhetischer. Erreiche den Himmel durch Wrackteile. Ja, zack, nehmen wir, ne? Was ist das? Kostet mir gerade zu viel, 850. So, hey. Parkplatz Palme. Ein zusätzliche Palme für das Beton mit neben dem Parkplatz. Jawohl, Palmen sind hier gerne gesehen. Was ist das? Parkplatz Picknick Set. Was ist das hier? Oh, eine Palme. Was ist das hier? Ein Wagensatzbasis. Ein Lagerfeuer. Alter, hier kannst du noch voll viel machen. Ach, hier, da ist der Basketballplatz. Jetzt, ja. Stimmt, da wurde ja auch von gesprochen. Ihr Willkommensschild für die Werkstatt, ja, auf jeden Fall. Ah, und hier asphaltierte Straßen. 1500. Ja, komm, Hammer. Können wir uns gönnen. Der zweite PC. Ah, okay, das ist die andere Strecke. Uha, also wir können hier wirklich noch einiges machen, ne? Junge, Junge, Junge. So, oh, Moment. Junge Frau. Spreche mit Amelie. Amelie. Warte mal. Wer ist, macht denn hier was? Kasse reinigen. Amelie. Kannst du operieren? Ich hoffe es. Du bist jetzt dazu auserkoren, Sachen hier zu reparieren. Während ich dann hier tanke. Okay, alles klar. Egal. Wir machen hier ein Folgenende.
Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal. Ja, ne? Bedanke mich fürs Zusehen. Awesome. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder sowas, ne, immer gerne in die Kommentare ballern. Na, hier und da beantworte ich ja auch mal eine Frage. Ah, hier, guck mal hier, überall asphaltierte Straßen und hier ist dieses Wrack. Mhm. Und wo ist dieser Totenfall? Den will ich jetzt auch noch sehen. Wo ist der? Ah, da hinten. Ey. Okay, dann gucken wir uns mal eben schnell an, ne? Aber hier asphaltierte Straßen sieht doch schon ganz nice aus, ne? Ich hoffe mal, dass das auch für den Sandsturm irgendwie besser ist. Sieht auch ein bisschen aus wie ein welchiges Gerät, was mir sonst immer Dennis hier irgendwie hinknallt, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also nur, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, egal. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.